In einem Silo kannst du große Futtermengen aufbewahren. Okay. Okay, also große Futtermengen dann für meine... Also wie bei Stardew quasi, ja? Für meine Tierchens. Sato! Hi ihr Lieben. Ich bin der Jake. Sato, danke dir. Hey Maple. Hey Sato. Hey Takeshi. Wie geht's euch, Leute? Ihr habt wahrscheinlich auch Story of Seasons gespielt, ne? Zumindest am Anfang des Streams noch. Da war ich ja noch kurz dabei. Moin Connor. Hey Mimi. Oh, mein Tee ist leer. Das ist Jack. Klingt komisch, ist aber so, ja. Klingonisch, ist aber so. Wie lief denn eure Story-Runde? Hey Desmo, hey Sveal? Boah, das ist ein schwieriger Name. Oder SP Heal, kann natürlich auch sein. Jack ist Klingone. Willkommen, ihr Kätzchen. Jack kann den Namen auch nicht. Erstes war richtig. Ja, wenn ich mich an das erste erinnere. Sveal wahrscheinlich. Oder Sveal. Ja, ich weiß es nicht mehr. Aber hi, herzlich willkommen. Und Sato, wie lief? Erfolgreich? Hast du schon jemanden, Sveal? Also wie Heal, aber mit Sv davor. Krieg ich hin. Hast du schon jemanden zum Daten? Hä? Wahrscheinlich Iori, oder? Ich hab hier noch mit gar keinem irgendwie romantisch was am Hut, ne? Yo, Sveal, danke für dein Follow. Es fühlt sich an wie eine Belohnung dafür, dass ich deinen Namen richtig ausgesprochen habe. Dafür gibst du Follow, ja, hast du sogar geschrieben, nice. Vielen, vielen Dank. Und Mimi, vielen Dank für den Follow, Leute. Herzlich willkommen. Iori will noch nicht? Der ist ein bisschen eingebildet, der Iori, glaube ich, ne? Ich glaube, der weiß, wie cool er ist und wie gut er aussieht. Und das schicke Kimono. Sagt man Kimono auch bei Männern? Ich weiß es gar nicht. Das ist schon hot. Der lässt dich schwitzen. Also, der lässt dich zappeln, meine ich so. Ja, alles klar. Es geht wieder los. Hast du auch schon das süße Ferdi? War heute eher so Movie Night. Echt? Okay. Nee, der ist sweet. So, ich bin gerade, ich weiß gerade nicht mehr, was ich mache. Ach ja, Silo, genau. Silo. Ja, das Silo kommt obviously hierhin, wollte ich eigentlich sagen. Aber ich habe ja gar keinen Platz mehr. Ich glaube ja, wir müssen auf die... Also in die nächste Dings. Hier. Sag mal schnell. Die zweite Ebene quasi, die man freigeschaltet hat. Ich glaube, ich muss meinen ganzen Stuff dahin transportieren. Weil hier ist zu eng schon. Hier ist gar kein Platz. Noch nicht mal mehr für ein Silo. Oh, Real, dankeschön. Stimmt. Die haben wir voll gemacht. Ne, wir haben noch kein Pferdchen. Oh, dann spoilerst du dich gerade ein bisschen. Aber ganz ehrlich, das war klar, oder? Oh mein Gott! Boah, Alter. Oh. Der hat mich eiskalt erwischt. Aber eiskalt.
Wer war denn das? Alle 5 Sekunden eine neue Cutscene. Ohne Witz, ehrlich? Ach, Destroyer. Oh mein Gott. Mein Herz! Der hat richtig gesessen. Boah, der hat richtig gesessen. Ja, ich markiere mal die Stelle hier. Ey, Eiswolf, was geht? Vielleicht bei den Steinen noch Platz. Ja, ich muss mich erst mal kurz von dem Jumpscare erholen. Das ist ja schlimmer als in den Horror-Games, what the fuck. Jetzt, zumal du bei Story of Seasons echt null damit rechtest, ne? Ich habe den Streamer auf absolute Minimallautstärke und den Peng gehört. Boah, der hat sich bei mir echt so angehört, als wäre der bei mir hier in der Wohnung, ne? Diesmal, ich weiß auch nicht warum. Schon wieder ist da dieser komische... der Angst vor mir hat. Ah, diesmal ist er... Diesmal will er. Hier, Leute, ich bin Son Gohan oder so. Welcher war das? Ich weiß nicht, warum das heute so ist. Moment, ich muss mal das Licht ein bisschen weniger machen. Ach so, ich stelle die ganze Zeit das falsche Ding um. So, ich lasse das mal so. Wir schwinden zurück in die Tiefen. Meine Katze ist abgehauen, weil ich mich erschrocken habe. Nice. RIP an alle mit Kopfhörern, ja. So sieht's aus. Übrigens, Leute, jetzt, wo, ja, ich will nicht sagen, wo alle da sind, aber so, wo viele da sind, ich krieg ja immer wieder so Requests von euch, ne? So, sei es über Flüsternachricht oder über Discord oder so, ne? Und ein Request ist tatsächlich öfter gekommen. Ups, das kann eigentlich weg. Ist tatsächlich öfter gekommen. Und wir wollen das heute mal in die Tat umsetzen. Ja, ich habe da was Kleines vorbereitet. Ja. Es wurde Zeit.
Sehr gerne, sehr gerne. Ich hatte kurz Angst, als du geschrieben hast, der ist kurz seine Katze beruhigen gegangen. Da dachte ich mir so, boah, nee, verpasst er das jetzt ernsthaft? Weil ich habe den guten Kirden tatsächlich vor dem Stream noch angeschrieben. So, hey, wäre gut, wenn du heute dabei bist, weil könnte sein, dass da irgendwas ist, was dich interessiert. Ja, herzlichen Glühstrumpf. Das ist tatsächlich, also die es mir vorgeschlagen haben, die wissen ja sowieso, ne? Und es immer wieder kam das. Ich so, ey, okay. So, hey, eigentlich wäre es doch mal Zeit und so. Aber die Leute, die das war nicht kollektiv, also es war nicht kollektiv, sondern jeder für sich kam auf die Idee. Das war irgendwie strange. Was nicht heißen soll, dass ich das nicht eh selber vorhatte, aber ja. Herzlichen Glückwunsch. Joffrey oder Joffrey X, vielen Dank für den Follow. Vielen, vielen Dank. Seasons of Bang, ja. Und hey, Pikant, hi. Gerade so angemessen, ja. Ja. Dachte mir, komm, da machst du mal ein bisschen was draus. Erlaubst du dir ein Späßchen? Ich liebe ja so Shit. Achso, ich wollte mir aber noch Tee holen, ne? Fällt mir gerade ein. Meint ihr, ich kann mir 2 Minuten Tee holen? Liebe Leute. Ah ja, wir wollten das Silo noch platzieren. Moment, das machen wir auch noch eben. Du meintest zwar hier bei den Steinen. Ich weiß nicht, ob das Silo hier hinpasst, ey. Also so rein optisch. What? Die Anleitung für den Juwelenfertiger wurde freigeschaltet. Oh mein Gott, damit kannst du Rohedelsteine verarbeiten und sie teuer verkaufen. Go to tea, alles klar. Danke, danke, danke. Nun küsst den Ring und wasch meine Füße, ja. Mann von Wolke. Ach, Mann von Wolke. So, Mann von Wolke? Was soll das denn heißen? Okay, Leute, dann gönne ich mir eben meinen Tee. Runde Lampe und Juwelenfertiger, okay. Aber nee, ich will erstmal das Silo platzieren. Also Dinge platzieren in dem Spiel ist echt blöd, ne? Nee. Soll ich das echt hier so mitten rein? Nee, ist auch nicht cool. Was heißen denn diese Sachen hier? Was heißt das denn hier überhaupt? Ich habe gar nicht verstanden, wofür das hier gut sein soll. Weg damit, Futterballen. Hier hin. Das ist doch auch blöd. Nein, weg. Dann lieber wieder Futterballen hier hin. Dann klatsche ich das Silo. Ja, hier wäre perfekt. Aber ja. Vielleicht nur Deko. Meinst du, das ist nur Deko? Das wäre ja blöd. Komm, dann klatsche ich das Silo so lange hier hin. Ich weiß gerade nicht, wohin damit. Hauptsache, das steht schon mal. Ah. Ah. Und ich weiß, was das für eine Funktion hat, vor allem. Hineingeben. Genau, hier tut man dieses Futter rein, ne? Futter müsste hier sein. Wobei ich einmal Premium und einmal normales Futter habe. Ich bin mir gar nicht sicher, welches mehr Sinn macht. Was macht er nicht? Bis 40 akzeptiert er. Okay. Hey Jack, du kannst mir auch eine Tasse geben. Ich war bis jetzt im Krankenhaus. Oh, was hattest du, Pikant? Jack würde Wolke also mit V schreiben. Ah,
Was meinst du nach der ersten Welle, Eiswolf? Also ich habe vor kurzem noch Duki und Dago. Weil man muss fairerweise sagen, die sind schon länger dabei. Verticken oder oh ja, Wildbeere, das kann auch alles weg. Dieses Premium-Futter verkaufe ich auch mal, das werde ich wahrscheinlich eh nicht benutzen. Und ich wollte mal schauen, ob ich Futter auch so produzieren kann. Nee. Futter muss ich anbauen, ne? Futter muss ich anbauen. Okay. Na gut. Ach so, meinst du das? Verstehe, verstehe. Ich versuche gerade zwischen den VIP-Abstufungen zu machen. Hör auf, sonst muss ich noch ein Video machen. Yo. Okay, ich dachte, das wäre Afrojack. Diese schicken Läden passen perfekt in die hübsche Umgebung. Dann bin ich der Einzige, der hier mit dem Pferd unterwegs ist. Das finde ich irgendwie nice. Privilege. Roter Beryl. Okay, hätte ich eh nicht gehabt. Aber hier habe ich doch irgendwas, oder? Ja, guck mal hier. Tierbändiger. Und dieses und dieses. Hyä. Nee, Hyä. Hyä. Old Granny Vips. Zeigt er mein Pferd auch auf der Map an? Nö. Schade. Also ich wollte mir einen Tee holen, ne? Stimmt. So, die können weg. Ja, Moment mal, ich habe auch irgendwo robustes Holz bekommen wieder. Hä? Kann das denn sein? Wo denn? Check ich gar nichts mehr hier. Futter? Jetzt schon ein bisschen lost, ja. Oh, Pekan, du hast wieder einen Durchbruch. Ja, komm, dann hol ich mir auch einen Tee. Ihr habt mich überredet. So, bis gleich. 2 Minuten. Hello. Mehelo. Wo bist du? Wir vermissen dich schon. Nee. Aber der Kleine ist barfuß, ne? Unangenehm. Abitur? Was ist das denn? Ich kenne auch nur eine Abitur. Wenn ich mit meinem Abi eine Tour mache. Wenn der Bannhammer in diesem Channel Mjölnir ist, dann ist Melo Thor. Ich bin Loki. Oh, 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 oh. Obwohl, nee, ich bin Captain America. Hin und wieder so. Wenn man mich wirklich verärgert. Nein, 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 nein. Ey, deine Hose ist auf, Frau. Deine Hose war auf. If you like Pina Colada. Wie gesagt, das ist ja hier unter anderem auch ein Bildungskanal. Oh, ein Kätzchen. Muss das sein? Ich meine, die hat Hotpants an, ne? Das ist ja schon übelst hier so sexy, ne? So, und dann ist der Knopf einfach offen.
Was hat das bitte für einen taktischen Vorteil, dass der Knopf offen ist? Das ist ein anderer Hugo. Hugo Egon Balda. Guck mal, wie adrett dieser junge Mann hier gekleidet ist. Ein Riesen. Da siehst du nix. Ja, da ist hier mal vielleicht ein Stück vom Reißverschluss offen. Vielleicht. Ja, dann aber auch nur, wenn er schon einen im Tee hat. Junge! Sehr gut, aber so ein Piratendoppelbett? Springe ich immer jede Nacht so ins Bett. Arr. Ey, Mädchen. Willst du springen? Ja, sorry, aber mein Pokal, der gehört hier direkt irgendwie. Der gehört hier hin. Hier. Bam. Das sieht scheiße aus. Das ist mein Traum. Menschen fressen die Cousine poppen. Das ist eine Heizung. Oh, ich dachte erstmal, das sind drei Samurai-Schwerter, ne? Ich erzähle euch keinen Scheiß. Ich dachte, das sind drei elektrisierte Samurai-Schwerter. Eiswolf, du bist wieder da. Verkleiden brauchen wir nicht. Das ist eine Gurke mit Titten. Weil. Aim des Jahrtausends. What the fuck, man? Ich will, Geburten sehen. Ich will sehen, wie mir fast mein Glied abgeschnitten wird. Wenn wir irgendwann mal Community-Treffen machen sollten, Leute, ne? Dann muss die Melo eine Welle initiieren und wir müssen die dann durchziehen. Ich meine, die hat Hotpants an, ne? Das ist ja schon übelst hier so sexy, ne? So, und dann ist der Knopf einfach offen. Das ist, so eine Organisation. I'm a lonely bitch. Für, es ist im Endeffekt. Ist im Endeffekt so eine Organisation, die den. Die Logistik von Eiweißproduktion bis Lieferung. Yo. Ganz. Also jetzt mal Hand aufs Herz, Leute, ne? Ihr seht doch den Verschluss von dem Pokémon, ne? Das da. Diesen Verschluss, ne? Ey, 1:1. Die haben das von meiner Flasche geklaut. Wir versuchen übrigens gerade, an alle Raider. Wir versuchen gerade so tief wie möglich in die Schädelhöhle einzudringen. It was at this moment that he knew. He fucked up. Okay, den Satz, den kann man so erstmal stehen lassen, denke ich. Mit Gewichten. Krass. Also da werde ich schwach. Oh, yes. Give it to me. Oh, shit. Oder doch was Junges. Nee, die sind mir zu perfekt. Oh, Eiswolf. Sorry, Leute, hab einen Slayer dort. Puh, kein Jimmy. Captain America ist auch viel cooler als Thor. Ist so. Ist so. So. Tee ist am Start. Ich schlürf mal einmal rein. And let's fetz. Eigentlich, jawohl, ich mach so weiter. So, wat nu? Wat nu? Ich reite mal nochmal gen Westen. Also ich habe vor, eventuell diese ganzen Gebäude hier hin zu ballern, weil ich habe hier viel mehr Platz. Hier so. Alles schön abholzen, ne? Dann habe ich hier auch noch so einen See. Der wird auch noch irgendwie handy werden. Ich denke, that's the way. Genau, robustes Bauholz. Also das müssen wir jetzt erstmal finden. Dieses robuste Holz. Das muss ja irgendwo. Ach so, Moment mal. Ist dann dieser Baum hier? Probier mal diesen hier. Was steht denn jetzt an? Ja, jetzt steht hier, ich weiß nicht. Vielleicht diesen Bienenstock zu machen. Nebenbei noch Cash machen natürlich. Die einzige, die es stört, dass man
im Gebäude herumtragen kann. Also stören tut es mich nicht, weil ich habe schon gerne die Freiheit. Aber es ist natürlich blöd. Also es ist unsinnig, sagen wir mal so. Apropos. Läuft mit der Blaufilterbrille. nein, brauche ich nicht. nein. Ich glaube, die ist gut, Kirn. Ich glaube, die ist gut. Also ich habe das Gefühl, dass ich an Tagen, wo ich die nicht trage und abends viel vorm Monitor sitze, zum Beispiel gestern, dass ich an den Tagen oder in den Nächten etwas schlechter schlafe. Ja. Also Thema Schlafen kann ich dir, glaube ich, empfehlen. Ja. Muss größer schreiben. Logik, also ich meine, Wasserschöpfen nimmt Energie, ja. Ja, und vor allem, dass er das irgendwo in sein Inventar platziert, ist auch merkwürdig, ne? Scheiße, ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, was der gesammelt hat, der Elfenholz. Hat der robustes Holz jetzt gesammelt? Weiß ich gar nicht. Wo ist mein Ferdi? Wo ist mein Ferdi? Da ist er. Tage gehen so schnell um. Ist wieder zurück. Huhu, Gamerin. Wie geht's dir? Gamerin, wie ist eigentlich... was ist eigentlich Stand der Dinge bei dir? Du hattest doch neulich mal was angekündigt. Um das mal ganz vorsichtig in das Thema einzugehen. Dann sehe ich richtig, du hast das neue Story of Season? Yes! Das neue Story of Season, was mir absolut mega gefällt bis jetzt. Du siehst richtig. Vor allem, wohin geht das Wasser? Am besten nicht hinterfragen, Gnu. Am besten nicht hinterfragen. Ja, das Thema meinte ich doch. Okay. Also, Glückwünsche wären angebracht, ja? Also, falls sich das als wahr, als Fakt herausstellt, dann gratuliere ich. Ich liebe es auch, ist einfach Sucht, ja. Also ich bin schon an diesem Punkt angekommen, wo ich süchtig bin. Den hatte ich bei Stardew auch relativ schnell. Und hier habe ich den jetzt auch. Das merke ich immer, wenn ich irgendwie Gameplay-Videos oder andere Streamer oder so gucke, ne? Und die spielen das. Dann merke ich sofort, dass ich das auch zocken will. Und das ist immer ein Anzeichen. Sali, Eliovin. Wie geht's dir? Alles gut? Morgen geht's für mich in die dritte wichtige Reha. Das sieht sehr danach aus. Morgen nochmal Test machen. Ja, krass. Freut mich richtig. Ich sag schon mal Glückwunsch. Guck mal, Illusionsholz und biegsames Holz, das sieht fast identisch aus, ne? Können wir schon was ernten oder so? Immer noch nicht. Hier ein bisschen Platz schaffen. Gibt's es schon für Steam, das Spiel? Also ich weiß gar nicht, ob das überhaupt für PC rauskommen wird, Gamerin, um ehrlich zu sein. Ich glaube, das ist und bleibt Switch-exklusiv.
Oder, Chat? Kommt Story of Seasons irgendwann mal für PC? Da kenne ich mich ehrlich gesagt nicht so gut aus. Dem Spiel fehlt es an Logik. Ja, wie gesagt, nicht hinterfragen am besten. Habe es heute auf der Arbeit gespielt und jetzt gleich nach der Arbeit. Ja, cool. Schön in der Handheld-Version, ja? Ja, ich glaube, es bleibt Nintendo, ne? Ich glaube auch, ich glaube auch. Also es ist jetzt nicht wie Stardew oder so, sondern das bleibt. Würde mich auch wundern, wenn das jetzt irgendwann für PC oder so. Obwohl, nee. Monster Hunter ist Capcom. Story of Seasons macht, glaube ich, nur für Nintendo. Dieser Teil bleibt für Switch. Danke, Taya, für die Info. Boah, ich bin wieder nur am Sortieren, ne? Ich bin wieder im Sortierwahn, ehrlich. So, jetzt aber. Oh, Moment, ich sehe gerade, ich habe 117 Gras. Ich könnte mir diese witzige Figur hier craften. Aber das mache ich später irgendwann. Was ist das denn? Schicke Tischlampe? Eine Holzbank? Dafür brauche ich Pfeff? Blauer Farbstoff. Aber hier sind wieder so viele Geräte und Maschinen, ne? Raffinierte Kohle. Große Maschinen, sagt er mir die ganze Zeit. Frage ich mich ja, was damit gemeint ist. So, fertig. Lass uns kurz in die City. Moment. Ganz wichtige Dinge vergessen. Wir nehmen mal diese hier mit. Oh, fuck, mein ganzes Holz ist weg. Es gibt den Teil Friends of Mineral Town auf Steam. Ah, okay. Wenn das von Nintendo ist, bleibt das auch so. Das ist für andere, ja. Hast du schon die Graskuh gebaut? Wollte ich gerade machen, aber dann doch nicht. Weil ich habe mit Deko will ich meine Zeit jetzt noch nicht, vor allem mein Geld noch nicht verschwenden. Weil mein Hof ist total unstrukturiert. Alles ist irgendwo hingeklatscht, bis auf meine Maschinen. Hey! Hey! Oh. Okay. Dann habe ich aber gar kein Geld mehr, ne? Ne, wir machen erstmal nur die Gießkanne, Leute. Wobei ich gerade so überlege, wofür brauche ich die Gießkanne? Jetzt mal Hand aufs Herz. Bei mir sind überall Sprinkler. Ich brauche die gar nicht, ja? Fuck that. Ich mache mir eine geile Silberaxt. Gib ihm. Biegsames Holz braucht er dafür. Buff. Hier auch. Vor allem, ich habe auch noch gar kein Golderz, ne? Grasmelo. So viel Zeit muss sein. Ich denke schon, meine Freundin sagte, sollte es trotzdem in die Schlange stehen. Aber die Graskuh ist mehr als Deko, ja. Give please, wir müssen sie anbeten. Oh. 300 für einmal Garn. Erbeten von dieser Person. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Jetzt, wo wir auch unser schnelles Pferdchen haben. Ja! So, mein lieber Jack, muss jetzt los. Alles klar, Mandy. Viel Spaß noch und danke fürs Einschalten. Und bis demnächst. Bye! Den Teil Friends of Mineral Town habe ich bereits. Ah, cool.
Ja, also wenn du keine Switch hast, ist natürlich blöd. Aber das Spiel macht echt Laune. Falls du an eine rankommen solltest oder so. Fuck, was wollte die jetzt immer? Garn, ne? Garn. Ich glaube, sie meinte Mandy. Ich glaube, die Gnu meinte die Mandy. Wieso tschüss? So. 300. 300 ist jetzt nicht die Welt. Besser als nichts. Die neue im Schönheitssalon, Jane heißt sie, denke ich, ist ein wenig eigentümlich. Okay. Habe ich mit irgendjemandem überhaupt schon irgendwas erreicht? Immer jeweils ein halbes Herz, wenn überhaupt. Vor allem, warum bei Damon? Keine Ahnung. Ach so, weil ich eine Mission vielleicht für den erledigt habe. Hey, you. Wow. Angeblich hat Carina in ihrem Salon eine neue Angestellte. Sie heißt Jane und ist wahnsinnig hübsch. Wow. Wusstest du schon, dass ein trockengelegter Teich sich nach ein paar Tagen mit Erde füllt und zu ganz normalem Boden wird? Okay. Ich wollte vielleicht eine Switch Lite haben. Ah, die Switch Lite, die ist auch ganz populär. Ist zwar nur Handheld, aber... Was soll's? Viele spielen ja nur auf Handheld, ne? Kann man den Logo lieben? Genau, Waffe ist geupdatet. Oh, die ist abgeschlossen. Ist die echt abgeschlossen schon? Ja, 100%. Krass. Ja, Leute, Glückwunsch. Geplant ist dann für den nächsten Stream, weil wie gesagt, ich habe gar keine Utensilien da. Die habe ich heute erst bestellt. Aber die müssten morgen kommen. Da ist Amazon ja relativ verlässlich. Dann gibt es im nächsten Stream auf Random-Basis eine Pokémon-Zeichnung aus reiner Erinnerung. First-Gen-Pokémon. Ja. Und zwar so auf, also mit Stift und Papier, ne? Nicht so, also oldschool. Ich werde das nicht digital machen oder so. Könnte ich auch gar nicht. So, das musst du da zurück. Uhr. Oh, der Tag ist noch jung. Ich würde mir auch eine Light holen. Problem, die ist so teuer. Würde sie sich lohnen. Ja, die sind immer noch so teuer, ne? Die sind echt immer noch so teuer. Jo, Gamerin, hau rein. Und Glückwunsch nochmal. So. Nee, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich habe doch jetzt die Silberaxt. Was kann es? Geil. Oh, what? Das ist mal ein Radius. Jetzt aber. Ich habe auf den Moment gewartet. Yo, Gamerin, danke dir für den Host. Und viel Erfolg bei der Reha nochmal, ne? Wo der Preis akzeptabel ist, die normale für 2,30 und die Light für 150. Aber 150 geht klar.
150 geht klar. Da kann man eigentlich nicht meckern. Was ist denn das für eine Seite? Taya. War eine Idee zu Weihnachten? Ja, bis Weihnachten ist ja noch gut hin, ne? Ja, ich bin zwar gerade diese Bäume hier am Fällen, aber es ist nicht das Holz, was ich brauche. Ah, Moment. Ich hatte die doch vorhin entdeckt, oder nicht? Hier, das ist so einer. Das sind so welche. Robustes Holz. Was müssen die hier sein? Yo, welcome back, Aileen. Ich hoffe, der Döner war lecker. Laut der urbanen Legende bist du jetzt auch schöner. Robustes Holz, nice. Jetzt haben wir's. Ja. Jetzt stell dich mal nicht so an. Wir brauchen noch viel von dem Shit. Nee. Massenaxten. Schön Axten. Oh ja, das ist lecker. Yummy. Yo, Sato, was hast du eigentlich bei dem Haustierrennen? Hast du das schon gemacht? Ich habe da ja mal übelst abgelost, ne? Übelst abgelost. Ich bin letzter geworden. Fällt mir gerade ein. Was ist das? Oh, nee. Shit. Ich dachte, du kennst das schon. Scheiß drauf. Hast du denn ein Haustier? Fangen wir bei A an. Kenn ich noch nicht. Also, da warte ich auf dein Feedback, falls du soweit bist. Ich bin etwas hinter dir in der Zeit. Wir haben eine Katze. Oh. Finde ja gut, dass man mehrere Haustiere haben kann. Muss bald gehen wegen Schule. Kein Problem genug. Kein Problem, sag ich schon. Kann nicht mehr reden. Geh früh ins Bett, dann bist du morgen früh auch erholt. Nicht wahr? Döner macht schöner, genau. Jetzt aber das zweite Haus ist noch so weit weg. Das zweite Haus. Ja, was für ein zweites Haus? Kann man zwei Häuser haben? Nee. Ja, guck mal, jetzt isst der nichts, weil er satt ist, ne? Ja, wie bescheuert ist das? Ich brauche Energie. Es will nicht. Ach so, die zu. Ah, jetzt verstehe ich, was du meinst. Erst dann kannst du ein zweites Haustier. Verstehe, alles klar. Also bei Stardew war es Frau und Kinder und hier sammelst du einfach Haustiere. Nice. Ah, der Hunger. Der Hunger-Icon geht so langsam wieder. Beziehungsweise der Satt-Icon. So, jetzt ist er weg. Nice. Wo waren diese Bäume? Hier, ne? Wow. Dö. Da fehlt das Nerr.
Ja, Edin, falls du Story of Seasons noch irgendwo gucken willst, schalt mal bei der Sato ein. Ich spiele das auch relativ regelmäßig. Und eine ganz knuffige Person. Ich wette, die findest du mega sympathisch direkt. Sherry Sunny, guten Abend. Hallo, hallo. Geht's gut? Ja, komm, jetzt stell dich nicht an. Die Bäume kriegen wir noch runter hier. Come on. Leute, ich brauche dringend neue Klamotten. Das geht nicht mehr hier mit dem Fuchskostüm. Die Leute nehmen mich nicht ernst. No, no. Yes, yes. Yes, yes. Ich muss ja immer noch rausfinden, wie Alice neulich diese Empfehlungsclips eingespielt hat. Das war so geil. Das war so geil. Das hat mich so geschockt. Alles fit und selbst. Ja, Sherry. Danke der Nachfrage. Montag ist durch. Restwoche kann kommen. Nicht wahr? So, jetzt können wir gut von diesem einen Holz hier. Ja, nee. Ja, robustes. The Robust. So, ich möchte kurz nochmal schauen, was dieser Bienenstock verlangt. Obwohl, Moment. Ja. Kann ich machen. Ja, mach mal. Bist du gut aufgehoben. Bienenstock wollte, ich glaube, 30 sogar, ne? Kann das sein? 20. Na, 20 geht ja noch. Ein festes Gras müssten wir soweit schon haben. Wobei ich mir jetzt nicht sicher bin, was der Bienenstock so bringt. Wahrscheinlich Honig. Dann wahrscheinlich eine Kochzutat, eine weitere oder so. I don't know. Ja komm, unsere Restenergie nutzen wir noch aus. Wir wollen ja nichts verschwenden hier. Finde ich geil, dass er inzwischen nur noch einen Schlag benötigt. Jupp. Jetzt wird kritisch. Die Gnome sollte ich auch mal wieder besuchen. Kann ich eigentlich heute noch machen, oder? 8 Uhr. Jo, Gnu, danke dir. Eine wunderschöne Nacht wünsche ich dir. Und viel Erfolg morgen in der Schule. Bis demnächst. Wie findest du bis jetzt das Spiel? Sehr gut, Sherry. Sehr gut. Ja, mehr kann ich nicht sagen. Ich finde das Spiel wirklich sehr gut bis jetzt. Planst du das Spiel auch zu kaufen? Holst du noch Meinungen rein? Mal jetzt machen wir 26, ganz demokratisch. 26. Wie? Achso. 26. Fantastisch. So, was habt ihr denn so Neues für mich hier? Du zum Beispiel. Ich habe dir etwas mitgebracht. Ein paar Coins. Ich weiß nicht, wie viele. Steht nicht drauf, wie viele Coins die mir geben, ne? Müsste dann die Differenz jedes Mal ausrechnen, oder wie? Keine Ahnung. 30 Stück oder so habe ich, glaube ich, bekommen. Jeweils. Nein, nein, nein. 190 habe ich. Ja genau, bin am Überlegen, mir das Spiel zu kaufen. Ja, Sherry, hast du denn
Bist du denn so ein Stardew Valley oder Harvest Moon Mensch? Ich habe Ohrwurm von der Melodie. Ja, die Melodien in dem Spiel, die sind absolut Ohrwurm-Kandidaten. Eine Olive. Ich wusste, dass das die Oliven hier so übelst teuer oder so sind, ne? Eine knackige Olive. Nee. Kann ich absolut nichts mit anfangen. Gefundenes auch nicht. Also noch sehe ich keinen großen Nutzen hier von diesen Gnomen. Wird noch. Also Sherry, wenn du so auf Stardew Valley mäßige Spiele stehst, dann ist das eine absolute Kaufempfehlung. Von meiner Seite. Ich habe dieses Genre zum Beispiel mit Stardew Valley entdeckt. Also mein erstes Spiel dieser Art ist Stardew Valley gewesen. Auch vor kurzem noch gestreamt. Das Spiel hat mich richtig abgeholt, ja. Weiß ich, 230 Stunden oder 220 Stunden, irgendwie sowas, reingesteckt. Und dann hat man mir halt Story of Seasons empfohlen, was ja das originale Stardew quasi darstellen soll. Ja. Ich bin nicht enttäuscht. Die Sucht hat mich. Die hat mich quasi heimgesucht. Ja. 5. Wo ist das? Da. Nee. Überschuss wollten wir verkaufen, ne, Chat? Und zwar alles plus 5. Außer jetzt bei diesen Gräsern hier. Moment, ich hab auch noch. Ich hab auch noch weiches Gras. Ich hab 5 verschiedene Grassorten schon. What? Beide finde ich gut. Zurzeit spiele ich Harvest Moon One World. Okay, Harvest Moon habe ich tatsächlich keinen Teil gespielt bis jetzt. Vielen Dank für dein Follow. Aber wenn dir Stardew gefällt, dann wird dir das Spiel auch gefallen. Das kann ich eigentlich garantieren. Es ist alles natürlich so ein bisschen simpler als in Stardew. Stardew sagt dir ja teilweise gar nicht, was abgeht. Du musst wirklich vieles selber rausfinden. Es gibt nicht umsonst ein Stardew-Wiki, ein riesengroßes im Internet. Und auf verschiedenen Sprachen. Eben deswegen. Aber hier ist alles halt ein bisschen offensichtlicher, aber ich finde, das Spiel ist deswegen nicht schlechter oder so. Um Gottes Willen. Kann man Snoop Dogg lieben. Hast du eigentlich schon mal irgendwie wieder mal ein Leckerchen von uns bekommen? Leckerli, meine ich. Hier. Ja. So, schlafen. My Time at Porsche würde ich dir auch empfehlen, aber habe es ja selber noch gerne gespielt. Let's Plays auf YouTube. Ja, ich habe tatsächlich My Time at Porsche in der Early Access Version so für 10 Stündchen oder so gespielt. Aber da fand ich das doch nicht so, es hat mich noch nicht so begeistert, das Spiel damals. Ja, und dann habe ich irgendwann den Anschluss verloren, aber mal schauen, vielleicht irgendwann, oder dieses My Time at Sandrock, oder wie soll das heißen? Das soll ja auch demnächst rauskommen. Vielleicht gönne ich mir das. Ach, guck mal hier, Kartoffelsalat mit Mayo. Wie lecker das aussieht. Nee, der leckerst aussehendste Salat ist der hier. Das war jetzt kein gutes Deutsch, ich weiß, aber das ist auf jeden Fall der hier. Und ich mag noch nicht mal Pilze, ne? Hergestellt. Okay. Oshiruko? Oh, 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 oh. Oshiruko. Falsches Lied, ne? Gemüsesaft. Ah. Lecker Gemüsesaft. Dim, 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 dim. Ein neuer Tag.
erstmal den ganzen Robusten anbauen. Nein. So. Ich glaube, wir können inzwischen auch ernten, oder? Immer noch nicht. What? Das dauert ja ewig. Come on, dude. Okay, ich würde sagen, Zeit für eine Mission. Oh, wobei, Moment. Bevor wir das angehen. So jetzt. Ich werde es mir dann mal gönnen. Also ich denke, du machst da nichts falsch, Sherry. Vor allem, wenn du Harvest Moon, Stardew und so, wenn dir das gefällt. Naja. Gönn dir mal. Und wenn es dir dann doch nicht gefällt, dann kannst du immer noch hier hinkommen und mir den Hals umdrehen. Ist kein Problem. Flexibles Garn. 500G. Flexibles Garn müsste ich eigentlich auch noch da haben. Zur Not kann ich das sogar craften, ne? Verstehe diese Mission noch nicht so ganz, diese Quests. Die aktualisieren sich täglich und aber manchmal gibt es so andere Quests. Keine Ahnung, wie man die triggert. Guckt euch auch mal Graveyard Keeper an. Ja, Graveyard Keeper ist auch sehr nice, ja. Quasi Stardew mit einer Prise schwarzem Humor, ne? Habe ich mir auch schon mal angeschaut bei einem anderen Streamer. Ist aber auch schon lange her. Ne, flexibles Garn habe ich nicht. Aber flexibles Gras. Wo tue ich das nochmal rein? Hier, ne? Yes. Oh, meine Tierchen. Meine süßen Tierchens, Leute. Habe ich ja ganz vergessen. Aber übrigens, Sherry, falls dieses Alpaka hier kein Kaufargument ist, dann weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Oh, es ist verärgert, glaube ich. Alpara, was ist los? Oder dieses Schaf hier. Kirden. Kirkirwolle. Guck mal. Oh mein Gott, das ist so knuffig. Es stolziert so rum, ey. Oh, die haben kein... Moment mal, aber ich habe doch ins Silo habe ich doch Futter reingemacht. Kein Wunder, dass die alle angepisst sind. Ja, das ist ja blöd. Ich habe hier doch Futter reingemacht. Hallo? 25 von 40. Ach so, er verteilt das gar nicht automatisch, oder wie? Wie bescheuert ist das denn? Okay, das Silo, I don't know. Silo habe ich nicht ganz verstanden.